Ja, Trolle werden trollen, habe ich eingereicht, weil es war so, mit den Tickets war ja dieses Jahr schwierig. Und so habe ich noch eins bekommen. Und jetzt, jetzt muss ich. So. Aber ich habe auch einen Vortrag gemacht. Also, ich habe schon mal einen gemacht und den halte ich in abgewandelter Form einfach nochmal. Und der hatte einen noch schöneren Titel, der hieß nämlich Gut drauf, trotz Social Media, die Kunst des Trollens. Und ich habe diesen Vortrag damals in einem Theater gehalten, beim Zündfunk-Netzkongress, das ist irgendwie in Süddeutschland, also Nordösterreich. Und da habe ich das in mehreren Akten vorgetragen. Und diese Akte habe ich so grob jetzt auch übernommen. Und ich weiß nicht mehr genau, wie die drei Akte hießen, aber der erste hieß, ich werde dich mit der Gerechtigkeit meiner Wahrheit in den Boden stampfen. Und was mir irgendwie so aufgefallen ist, ich habe das mit dem Internet, mache ich auch so seit einiger Zeit so ein bisschen. Und ich versuche da ja, oder ich habe da auch streckenweise versucht, mit anderen zu kommunizieren. Und das funktioniert eigentlich auch immer super, wenn man mit den anderen einer Meinung ist. Weil wenn man nicht mit denen einer Meinung ist, dann funktioniert diese Internetkommunikation auch nicht so wirklich. Also jede andere Kommunikation eigentlich auch nicht, aber Internetkommunikation insbesondere nicht. Und so, niemand wird seine Meinung ändern, ja. Also nicht unbedingt, weil ihr, also nicht wegen dir, niemand. Und vor allem auch du nicht, ja. Du bist eigentlich das lebende beste Beispiel dafür, dass niemand seine Meinung ändert, ja. Zumindest in den seltensten Fällen wegen einer IRC- oder Twitter-Debatte, die dann irgendwann mit Quit oder Kickban endet. Und da geht halt keiner nachher hin und sagt, stimmt, ja. Und dann muss man sich überlegen, was macht man denn in einer solchen Welt, in der das einfach nicht funktioniert? In der wir sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie diese Utopie erreicht, dass wir uns alle miteinander austauschen können, wir können alle miteinander reden und so, das ist super geil. Aber trotzdem sind die alle noch beknackt. Ja, die könnten ja einfach zuhören und ihre Meinung ändern, machen sie aber nicht. Und da muss man sich ja überlegen, wie lebt man dann in einer solchen Welt? Ja, also was macht man, wie hält man sich da irgendwie gesund bei? Und meine Lösung ist, man muss ein guter Troll sein. Und das mit diesem guten Troll betone ich deshalb, weil es eine ganze Menge sehr schlechte Trolle gibt. Und zwar gibt es einmal Leute, die einfach nicht trollen können. Gut, die versuchen es und dann, man muss jetzt halt üben und das ist dann auch in Ordnung. Und es gibt aber eine ganze Menge Leute, die irgendwie dieses Internet in letzter Zeit vollkippen mit Hass und Unflat und das für jetzt besonders geiles Trollen halten. Und dem ist leider nicht so, Freunde. Wenn ihr nicht lachen könnt bei der ganzen Angelegenheit und wenn ihr irgendwie den Humor verloren habt, dann seid ihr garantiert keine guten Trolle mehr. Und deswegen, wenn ich jetzt also Trollen sage, dann habe ich immer so diesen Linken vor Augen, weil ich auch sagen muss, so ich bin halt auch eher mit diesen Trollen aufgewachsen als mit diesen World of Warcraft oder wie das dieses Brettspiel Warcrime oder sowas. Ne, das habe ich nicht gespielt. Also ich habe, wenn ich an Troll denke, denke ich genau, ich habe mit den Zaubertrollen gespielt so und die anderen Mädels auch und das war eigentlich gar nicht so verkehrt. Insofern denke ich halt so, also man soll halt, ne, man, so diese Leute, die so Hass zerfressen, irgendwie am Netz sitzen und da irgendwie so irgendeine Scheiße reinschreiben, das sind halt eher so die Opfer von Trollen, weil die ja ihre Zeit verbringen mit schlecht gelaunt sein. Und der Troll sitzt halt eigentlich da und freut sich, dass die anderen schlecht gelaunt sind. So, und dann habe ich, eigentlich habe ich an dieser Stelle immer so diese Gutenberg-Aktion, aber die haben wir jetzt auch schon irgendwie tausendmal durch. Deswegen habe ich mir ein paar Twitter-Fake-Accounts rausgesucht, die ich ganz, ganz amüsant fand und wo einer auch besonders getrollt hat. Also das hier, das ist für mich immer noch so ein bisschen die Referenzklasse von Twitter-Fake-Accounts, Ed Müntefering. Der wurde jahrelang von mehreren Leuten betrieben, die den immer mal wieder so gepflegt haben und so wie Franz Müntefering getwittert haben. Wenn irgendwie in der Zeitung stand, heute Nachmittag ist Franz Müntefering beim Braunkohlelager, hast du nicht gesehen? Haben die irgendwann mal Nachmittag so, ja, gute Gespräche mit den Kumpels. Es muss bergauf gehen für diese Männer, die mit ihrer Arbeit arbeiten oder so. Ne? Und irgendwie so sich halt in Müntefering reinversetzt und die haben den jahrelang gepflegt und dann irgendwann Müntefering's Rücktritt angekündigt. Nach der Wahlniederlage. Und der ist dann auch zurückgetreten.
Ja, das war einfach so, der wurde mit Liebe gepflegt, dieser Account. Und der ist eigentlich nie so wirklich geplatzt. Er musste dann seinem eigenen Ende voraustreten, weil eben Müntefering zurückgetreten ist. Und dann hat der Account ihn halt zurückgetreten. Und der ist dann halt auch zurückgetreten. Das zeigt eher nur so, wie unglaublich gut die sich in diesen Menschen reinversetzen konnten und wie viel Pflege da geleistet wurde. Und es war dann halt wirklich so in den Medien überall so, Müntefering kündigte seinen Rücktritt an und 2 Stunden später ist er zurückgetreten und alle so, oh, Twitter, it's a thing now. Und dann mussten alle Politiker twittern. Das war also Hut ab, auch eine wunderbare Aktion. Twitter-Account AfD Bremen Nord sagt zur Heute-Show, macht euch nur lustig über uns, eure Sendung setzen wir als erstes ab. Ja? Hashtag Heute-Show und Menschen in ZDF. Es ist ein Fake-Account, ja. Und dann, nachdem dieser Tweet so Traktion bekommen hat und irgendwie retweetet wurde und also hier, das die Antidemokraten und so, dann haben sie wirklich was Geniales gemacht, nämlich den Tweet gelöscht. Und wenn man einen Tweet löscht, so, dann geht's erst recht runter. Und dann alle so, oh, gelöscht, 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 gelöscht. Und dann haben sie ja noch, wir haben den Tweet nicht gelöscht, das wart ihr. Und dann haben sie sich halt am Ende irgendwie Julian Reichelt, das ist, glaube ich, so ein Springer-Typ, eingetreten. Und das ist halt richtig schön, wenn man mit so einzelnen Fake-Accounts... Bitte? Online-Chefredakteur Springer. Ja, diese Online-Gebote von Springer, die funktionieren irgendwie bei mir nicht mehr. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Das war wirklich Hut ab an die AfD Bremen Nord, die mit diesem Fake-Account halt Großes geleistet hat. Es gibt noch so ein Klassiker auch unter... Oh Mist, da ist ein Typo drin, Moment. Atom Forum. Das Atomforum hatte sich gegründet als Twitter-Account kurz nach der Fukushima-Katastrophe und hat dann irgendwie so Sachen getwittert, ne? Die Rendite ist sicher und irgendwie ein Atom ist nur ein Millionstel Millimeter groß, wer dafür Angst hat, hat es ja nicht mehr alle. Ein Gutmensch macht noch keinen Sommer und erst recht keine zuverlässige Energieversorgung. Und dieser Account twitterte halt so vor sich hin. Und haben dann halt irgendwie so, ja, also allerlei zynische Sachen zu diesem Fukushima-Ding gemacht. Und das hat halt auch sehr viel Traktion bekommen auf Twitter. Und dann kam natürlich das, dann weiß man immer, dass man es geschafft hat, wenn dann nämlich rechtliche Schritte angekündigt werden. Weil dieser Account sollte also mindestens gelöscht werden. Und dann würde man sich mal Gedanken machen, was man sonst noch alles gegen diese Menschen tun kann. Und das Schöne daran war, dass man dieses Atomforum ist halt die Lobbyorganisation der deutschen Atomenergiekonzerne. Und wenn sowas ist wie Fukushima, dann hätte das Atomforum am liebsten Urlaub. Und mit diesem Twitter-Account haben halt die Aktivisten, die dahinter waren, es geschafft, dass sie gar keinen Urlaub hatten, sondern sich noch zusätzlich beschissene Nachrichten auf ihren eigenen Namen zu der Fukushima-Katastrophe geholt haben. Und das trifft nämlich genau diese Definition von Trollen, die ich irgendwann mal von Fefe, glaube ich, übernommen habe, der sagt, ein Troll ist jemand, der dem anderen genug Seil gibt, um sich selber damit zu erhängen. Und das ist das Entscheidende. Und das ist genau das Wichtige beim Trollen, dass euer Opfer muss sich selber erhängen. Das könnt ihr gar nicht für das Opfer machen. Ihr könnt immer nur Angebote machen. Oh, jetzt sollte eigentlich noch ein weiterer Twitter-Account kommen. Moment mal, den habe ich online, das mache ich als Screenshots, habe ich das hier schon liegen. Das ist TEPCO, Tokyo Electric Power Company. Und die haben dann halt so betont, dass die beiden Toten in Fukushima eben von dem Erdbeben gestorben sind und nicht von der Strahlung und so weiter. Also der Account ist übrigens so geil, den gibt's immer noch. Ich muss mal gucken, wo ich die Zugangsdaten habe. Aber es gibt eben auch eine Sache so, Trollen muss wehtun, auch euch selber. Und da gibt's natürlich hier aus ich kann es nicht oft genug loben, diesen Aufkleber, den
den ich auch hier noch so immer mit Stolz trage, von Wintermute, der dieses Logo der antifaschistischen Aktion umgeändert hat in die Große Koalition. Was eben auch wehtut, wenn man es sieht. Bei weitem aber nicht so sehr wehtut wie die etwas geringere Auflage dieses Aufklebers, die ja dann auch noch eine gewisse Weitsicht entwickelt hat. Übrigens auch unbekannterweise noch großes Lob an die Aufkleber beim 32C3. Ich wollte eigentlich einen mitbringen, aber ich habe nicht mehr so viele. Das ist ein weißer Aufkleber und da steht einfach nur drauf: Hier entsteht in Kürze eine Flüchtlingsunterkunft. Und ich stelle mir so vor, wo man den überall hinkleben könnte. Und man könnte den an AfD-Büros kleben und gucken, ob die dann so doof sind und ihre eigenen Büros anzünden. Das wäre dann wirklich eine neue Referenzklasse in Trollen. Wo wir dann auch bei meinem Lieblingsfreund sind, Lutz Bachmann, der nämlich dann noch irgendwann auf diesen Aufkleber hier aufmerksam geworden ist. Weil es ist ja immer so, wenn man, letztes Jahr war ja IT-Sicherheitsgesetz und dann habe ich da ein bisschen was zu gesagt und die Tagesschau war so freundlich, mir Gelegenheit zu geben, das auch nochmal in der Tagesschau auszuführen. Und dann machen die ja so, Sie sind ja jetzt Hacker, ne? Ja. Okay, dann müssen wir jetzt hacken Sie mal. So, und dann filmen die so aus verschiedenen Perspektiven und man sitzt da und hackt so, ne, eins nach dem anderen und hack, hack, hack. Und dann ist man halt auf einmal so in der Tagesschau. Und in den Handy-Uploads von Lutz Bachmann, der dann dazu schreibt: Da habe ich am Donnerstag also richtig geschaut, als ich angewidert die Tagesschau sah. Mir fiel sofort ein Logo auf dem Computer ein bei Minute 6:58 mit Link zum Antifa-Logo. Falls noch irgendjemand Fragen hat, wer den gewaltbereiten antidemokratischen Antifa-Mob bezahlt, um gegen alles Systemkritische und gegen jeden Systemkritiker vorzugehen, lalala. Ja, also ist natürlich so, und die Theorie, die sich dann entspannt in diesem Facebook-Thread, also er sagte dann noch, genau, jeder Freiheitsliebende muss natürlich gegen uns sein. Schluss mit der linksfaschistischen Meinungsdiktatur und merkt euch die Namen. Ja, danke sehr, habe ich jetzt noch diese Typen da eingetreten, aber das macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett. So, merkt euch die Namen. Und was ich dann als weiteres entwickelte für eine Theorie ist, ne, dass ich ja mal bei Netzpolitik.org war und damit war ja klar, diese Landesverratsaktion gegen des Verfassungsschutzes gegen Markus und André, die ja damals diese Dokumente veröffentlicht haben, das war natürlich eine False-Flag-Aktion von den Versifften. Ja, also die Linken haben quasi eine False-Flag-Aktion des Verfassungsschutzes gegen Netzpolitik.org entwickelt. Das fand ich schon sehr gut. Dann hat irgendeiner festgestellt, dass man den Beitrag bei Tagesschau.de nicht mehr finden würde, was aber nicht stimmte. Also der war immer noch da. Dann klar, die Antifa ist finanziert von Politik und Medien und so weiter. Und am schönsten fand ich dann aber noch die Theorie, dass ja der Trojaner-Hack auf den Bundestag, das war der CCC im Auftrag der Bundesregierung, um gegen die Linkspartei vorzugehen. Alles wegen diesem Aufkleber. Und da finde ich es halt, das ist so eine der goldenen Regeln des Trollens. Man will eigentlich niemandem einen Vorwurf machen. Man möchte die Person einfach nur entlarven. Und man, also das war jetzt völlig unbeabsichtigt, dieser Aufkleber war da drauf, habe ich nicht dran gedacht. Und was für Wellen dieser Aufkleber noch schlagen würde, war, glaube ich, kaum jemandem klar, außer wahrscheinlich Wintermute, der wahrscheinlich sehr diabolisch gelacht hat, als der Druckauftrag gegeben wurde. Genau, aber man möchte entlarven und nicht vorwerfen, denn sich selber entlarven können die anderen immer sehr viel besser, als man es kann mit Vorwürfen. Und dann beim Trollen ist natürlich so eine Regel, die in vielen Bereichen geht, einige von euch kennen sie bestimmt schon: The only winning move is not to play. Du kannst eigentlich in der Regel nur verlieren, wenn du dich auf irgendeinen Spinner einlässt. Und das ist eigentlich das ist das Schwierige an diesem Internet, dass man sich andauernd zurecht irgendwie so, dass man halt so der Drafts-Ordner muss immer größer werden. Wenn der Drafts-Ordner immer größer wird, dann ist gut. Wenn der kleiner wird, dann ist schlecht. Dann verliert ihr gerade.
Und eine weitere Regel ist, du hast verloren, wenn du mehr Worte brauchst. Das haben eigentlich so, das hat Fefe, glaube ich, sehr früh gelernt. Und er kürzt halt seine Beiträge auf ein Minimum und potenziert damit ihre Schlagkraft. Und weil je mehr Worte du brauchst, desto mehr Angriffsoberfläche bietest du ja auch, um dich selber wieder entwaffnen oder entlarven oder so zu lassen. Das fand ich sehr schön. Also Michael Seemann legt eigentlich immer Wert darauf, dass ich ihn nenne, aber ich bin da, also wir haben an dieser Stelle eine Meinungsverschiedenheit, weil ich jetzt mich ein bisschen über ihn lustig mache und meine, ihn dann nicht nennen zu müssen. Oder ich möchte ihn eigentlich dann nicht nennen, weil es hier um das Beispiel geht. Also es geht hier nicht darum, also ich fand dieses Beispiel nur so schön. Also, es gab einen Podcast von Frank und Fefe, wo sie irgendwie über Diskurs und Meinungs-, Diskurs- und Debattenkultur gesprochen haben. Und das Urteil von Michael Seemann lautete: Ich glaube, wir haben eine Entscheidung. Der dümmste Podcast, den ich je gehört habe, ist der aktuelle Alternativlos. Und es gab einen Reply dazu, der diese Regel mit den mehr Worten sehr gut illustriert. Meinst du die Folge über Diskurs- und Debattenkultur? Weil so, das Dümmste, was ich je gehört habe, ist ja nun wirklich auch jetzt nicht unbedingt ein Einstieg in eine bessere Diskussions- und Debattenkultur. Das fand ich halt sehr schön. Also, und auf Twitter ist das wirklich geil, weil selbst der Schlechteste kann eigentlich nur 140 Zeichen machen. Das heißt, da ist so die Limbo-Stange schon relativ weit unten und man muss halt gucken, wie man da drunter herkommt. Und ne, das mit den langen, mit den Worten, da kommt halt auch, wenn du was erklären musst, hast du halt auch verloren. Du willst einfach nicht dich irgendwo hinstellen und erklären müssen, was du getan hast. Ne? So wie hier Wolf. Also da war klar, du hast jetzt verloren. Und du hast auch verloren, wenn du dich rechtfertigen musst. Das hat hier der ehemalige Generalbundesanwalt getan, hat ihn auch nicht mehr weit gebracht. Also wenn man merkt, scheiße, ich muss mich jetzt rechtfertigen oder ich muss mich jetzt erklären, dann gibt's eigentlich nur noch zwei Optionen. Man macht das und gesteht damit die Niederlage ein. Oder man lotet seine Möglichkeiten aus, jetzt irgendwie nochmal zu versuchen, durch die Nummer durchzukommen. Und dann irgendwie sowas generell gilt, du hast verloren, wenn du dich aufregst. Und das, wenn man jetzt mal so überlegt, wie aufregend Internet sein kann, dann darf man natürlich einfach nicht diesen XKCD vergessen, dass es eben noch sehr viele andere verlockende Aufregungen und aufregende Dinge da draußen gibt, die vielleicht es einem ermöglichen, sich in dieser ganzen Online-Debattenkultur nochmal zurückzulehnen und irgendwie seinen Seelenfrieden auf andere Weise zu finden. Und dann gibt's jetzt so Phänomene, die ich echt spannend finde, weil wir haben, also dieses Internet fand ich irgendwie mal geil, weil es eben diesen Austausch aller mit allen ermöglicht, ne? Und das war irgendwie eine totale Utopie, weil die meisten außer Acht gelassen haben, dass es da viele gibt, mit denen man sich vielleicht gar nicht auseinandersetzen möchte. Und jetzt gibt's irgendwie so Bestrebungen der Menschen, dass sie diejenigen, mit denen sie sich oder die Existenz derjenigen, mit denen sie sich nicht auseinandersetzen möchten, möglichst verheimlicht haben möchten. Also sowas wie, wer den und den retweetet, wird entfolgt. Ja, weil der vertritt eine Meinung, die ich nicht vertrete, und wer dem dann zu Reichweite verhilft, der tut etwas Falsches. Oder du hast meine Meinung falsch wiedergegeben und mich nicht namentlich zitiert. Also da merkst du ja irgendwie, ich meine, dann ist, sei doch froh, ja, wenn. Aber nein, so diese Aufmerksamkeitsökonomie hat so wirklich skurrile Folgen, dass Menschen eben danken, so wenn irgendjemand Aufmerksamkeit bekommt, ist das grundsätzlich schlecht. Und ich sage, es ist nicht schlecht. Wenn Idioten Aufmerksamkeit bekommen, ist das sehr gut, weil davon die Idioten früher oder später weggehen. Und ohne da jetzt irgendwie einen Zusammenhang zu sehen. Ich habe die Aufmerksamkeit, die Piratenpartei bekommen hat von den Medien, immer als ihr größtes Risiko gesehen, und sie hat sich auch als ihr größtes Risiko und eigentlich ihren Untergang bewahrheitet, weil nämlich dann einfach sie mit allem, was sie taten, mit allem, was irgendjemand gesagt oder getan hat, in Medienaufmerksamkeit ertränkt wurden und dadurch diese Partei einfach wahnsinnig gemacht wurde. Die haben einfach, weiß nicht, irgendeiner ist beim Parteitag aufgestanden und hat geschrien, zack, sofort Seite 1 beim Spiegel, und entsprechend hat dann, statt dass sie gesagt haben, okay, alle mal ruhig sein, so, wir stehen hier unter Beobachtung,
haben die Leute sich gedacht, okay, krass, ich muss einfach nur lauter als der schreien, dann komme ich auch auf Seite 1. Und das funktioniert natürlich so nicht, ne? Weil achte mal darauf, was du für Inhalte verbreitest. Das ist auch so ein Klassiker, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie Inhalte der AfD verbreite, dann gebe ich denen ja Aufmerksamkeit. Ich denke, dass es sehr gut ist, dass die müssen eigentlich relativ viel Aufmerksamkeit bekommen, damit man eben auch sieht, was das für Idioten sind. Naja, aber wie gesagt, das Wichtigste ist, nicht aufregen. Und du hast verloren, wenn du nicht lachst. Und das ist, denke ich, so das Wichtige, was man auch immer wieder, und ich will mich da jetzt auch nicht, also ich meine, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich den ganzen Tag nur am Internet sitze und lache, aber ich versuche zumindest, wenn mir mal das Lachen im Halse stecken bleibt, mir das nicht anmerken zu lassen. Und du hast verloren, wenn du dich selber ernst nimmst. Das ist hier so ein Narzis, der spiegelt sich da unten im Wasser. Also wenn du dich selber dazu ernst nimmst, dann rennst du halt in, dann machst du Fehler und dann nimmst du halt irgendwie dein, musst auch über dich selber lachen können. Und du hast vor allem verloren, wenn du die anderen ernst nimmst. Und, was irgendwie so viele immer wieder vergessen, der Rest denkt sich seinen Teil. Die meisten Leute sitzen da einfach nur und sagen nichts und lachen sich K.O. über die Streitereien, die einige führen. Ob das jetzt auf Twitter ist, auf irgendwelchen Mailinglisten oder auf Facebook. Die meisten sitzen einfach da und denken sich ihren Teil. Und man sollte sich vor denen nicht blamieren, weil das sind eben diejenigen, die das Ganze irgendwie ein bisschen durchblicken. Insofern, dieser immer wieder schöne Spruch, great minds discuss ideas, average minds discuss events and small minds discuss people, den sieht man immer sehr schön in diesen sozialen Netzwerken und man kann sich halt überlegen, worüber man selber dort diskutieren möchte. Ich hatte dann so einen kleinen Akt 2 über wirksame Kontrolle, aber das sind auch wieder so alte Sachen, die gehe ich jetzt mal ein bisschen flotter durch. Ein Problem ist ja gerade so, also es gab jetzt den großen Durchbruch, dass die Bundesregierung Facebook dazu gezwungen hat, das Löschen von Kommentaren an eine Bertelsmann-Tochter outzusourcen und das jetzt als Erfolg verkaufen. Also es gibt ein Unternehmen, das ist eine Bertelsmann-Tochter, die haben jetzt irgendwie Löschzugriff bei Facebook und die löschen dort Hasskommentare. Und das ist jetzt irgendwie der große Erfolg von Angela Merkel und in der Politik gegen die Hassmaschine Facebook. Weil sowas wie Fremdenfeindlichkeit oder Hass kennen wir ja in Deutschland gar nicht. Das hat ja erst Facebook uns gebracht. Vorher waren wir, ich meine, hey, die zwei Weltkriege, aber sonst? So, ne? Und irgendwie, also Fremdenfeindlichkeit, das ist ja alles erst durch Facebook gekommen, ist ja klar. Und ich glaube halt, wer diese Besorgten irgendwie verteufelt, der bestätigt halt ihre Theorien. Und da kommen wir in so ein neues Problemfeld rein, dass wir es jetzt mit Leuten zu tun haben, die eben diesen Lügenvorwurf haben. Und das ist irgendwie, das ist echt, stellt mich auch persönlich so in meinen, wenn ich jetzt so an meinem großen Tisch stehe, wo ich jetzt so die Welt plane und meine geheime Kontrolle ausübe, vor strategische Herausforderungen. Dass es eigentlich Leute gibt, die im Prinzip jede Information, die sie bekommen, in dem Moment, wo sie ihnen nicht gefällt, flippen und sagen, okay, dann glaube ich da einfach nicht. Oder die möchte ich nicht in meiner Timeline haben. Die Muster sind da echt gleich, auch wenn das viele eben ungern hören. Also das heißt, in dem Moment, wo man die ausgrenzt und verteufelt, bestätigt man irgendwie ihre Theorien. Ja? Und das ist halt, ich meine, es ist schwierig, da nicht drüber zu lachen, aber man hat auch eigentlich, sag ich mal, bis vor kurzem habe ich auch gedacht, dass von diesen Leuten jetzt nicht ernsthaft eine Gefahr ausgehen kann. Und wir haben jetzt halt irgendwie so Wahlergebnisse, wo wir feststellen, von denen geht eine Gefahr aus. Dazu komme ich dann gleich nochmal. Aber ich glaube, dass wir trotzdem auf Dauer nur mit Humor irgendwie diese hasserfüllten Menschen irgendwie wieder eingefangen bekommen. Ich meine, die werden ihren Hass nicht loswerden. Die werden auch immer so bleiben, wie sie sind. Aber wir müssen irgendwie gucken, dass wir die vom gesellschaftlichen Einfluss an den relevanten Bereichen irgendwie fernhalten. Und ich glaube, dass die einzige Möglichkeit, die wir da haben, ist halt irgendwie gesunder Menschenverstand und Humor. So, dann gibt's ja irgendwie so diese Möglichkeiten, okay, wenn wir jetzt sagen, okay, wir erkennen an, dass wir sie nicht löschen werden, weil wer schon mal einen Troll gelöscht hat, weiß, da kann man die Uhr nachstellen,
da kann man die Realtime-Clock nachstellen, wann der sich wieder meldet und sagt, Zensur. Ja, und ich meine, dann, das ist auch eine Debatte, die will man eigentlich nicht mehr führen. Da gibt es irgendwo auch sicherlich eine FAQ, die den Unterschied zwischen Zensur und Kacke aus meinem eigenen Wohnzimmer wegwischen, irgendwie nochmal wissenschaftlich erläutert. Aber was kann man also machen? Und ich hab da mal so ein bisschen experimentiert. So eine Sache, die so halbwegs funktioniert, ist dieses Hellbanning. Das heißt, der Troll schreibt, der Hater schreibt seinen Kommentar und man zeigt ihn einfach den anderen nicht mehr an. Aber dem Hater selber noch, so dass er denkt, da ist alles in Ordnung. Kommentar steht da. Und sich allenfalls vielleicht wundert, warum er keine Antworten bekommt. Und dieses keine Antworten bekommen, dieses keine Reaktionen bekommen. Ich habe da mal so eine Zeit lang Psychologie gelernt und das, was sich irgendwie so rausgestellt hat, ist, wenn man möchte, dass ein zu erziehendes Lebewesen, sei es ein Kind, ein Hund, ein generell Tier, Taubenversuche wurden viele gemacht, wenn man möchte, dass dieses Lebewesen ein bestimmtes Verhalten nicht mehr zeigt, so das Verhalten, was man möchte, dass sie es zeigen, das belohnt man. Das, was man möchte, dass sie es nicht zeigen, das belohnt man einfach nicht. Und das Verhalten zu ignorieren, also es von jeglicher Reizreaktionskontingenz zu befreien, ist die größere Strafe als die Strafe. Ja, also wenn man möchte, dass die Taube aufhört, was Bestimmtes zu machen, dann belohnt man sie einfach nicht mehr dafür. Und das ist besser, als sie jedes Mal zu schlagen, wenn sie es tut. Weil dann versucht die Taube irgendwie so, naja, okay, vielleicht werde ich ja jetzt nicht geschlagen, wenn ich es versuche. Aber wenn man es halt, wenn man es einfach ignoriert, ist es besser. Und das gilt auch für dieses Social-Media-Ding. Niemand verliert schneller seinen Spaß an diesem Social-Media-Ding, als wenn er keine Reaktionen kriegt. Keine Retweets, keine Pfaffs, keine Antworten, kein gar nichts. So, wenn man da was reinschreibt und keine Reaktion hat, keine Reichweite hat, nichts ist frustrierender. Und genau das muss man eben Hatern geben. Und das ist eben diese Methode des Hellbanning, die ich an einigen Stellen ganz gut im Einsatz sehe. Ja, also Fefe hat das, glaube ich, auch mal so genannt, so, die kommen dann halt ins Abklingbecken. Und dann, das ist ein altes Ding, was ich mal vor Jahren gemacht habe, die Trolldrossel, wo es eigentlich nur darum ging, so, was habe ich denn noch für Möglichkeiten, solchen Hatern irgendwie einen schlechten Tag zu machen. Und da habe ich überlegt, so, was ist denn so irgendwie das so beschissenste am Internet, was es irgendwie gibt? Das gebe ich denen. Ein Capture. Und diese Seite hatte, die Seite, auf der ich das ausprobiert hatte, die hatte eigentlich immer einen Capture, weil sie keine Accounts hatte und das war irgendwie so relativ einfaches Geraffel. Aber sie hatte halt einen Capture. Und wenn der Kommentar ein Hasskommentar zu sein schien, dann hatte ich eine relativ einfache Funktion, die die Wahrscheinlichkeit genommen hat, also so grob errechnet hat, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das ein Hasskommentar. Und dann gesagt hat, okay, mit dieser Wahrscheinlichkeit löst diese Person jetzt das Capture nicht, und zwar unabhängig davon, ob sie es wirklich gelöst hat oder nicht. Das heißt, es gab quasi, bevor das Capture geprüft wurde, schlug einfach diese Funktion an. Und wenn die Trollwahrscheinlichkeit jetzt 0,8 war, dann hast du halt in nur 20% der Fällen bist du überhaupt durchgekommen. Und ansonsten hast du halt gesagt bekommen, Capture, musst du nochmal versuchen. Sorry. Ja? Und das war großartig, weil das halt einfach für die Leute, die Scheiße kommentiert haben, diese Seite halt einfach zu einem Ort der Frustration gemacht hat. Und das hat super funktioniert, weil das galt ja dann auch für die Antworten. Und wenn da irgendwie jemand schrieb so, ja, und außerdem der Finanzjude und hast du nicht gesehen, sofort irgendwie Trollwahrscheinlichkeit irgendwie 1,1. Nee, die Werte gingen nur hoch bis 0,8. Das war auch natürlich Trollen, weil ich wollte ja, dass die nicht feststellen können, worauf ich eigentlich filter und mir nicht vorwerfen konnten, dass ich da irgendwas zensiere. Und so kamen dann halt Leute dahin und die haben halt teilweise so, ich hab das immer mitgeschrieben, so wie oft der Kommentar eingereicht wurde, bis sie das Capture dann, ich glaube, der Rekord war irgendwie so bei 23 oder so. Und da muss ich dann halt auch sagen, so, verdient. Das Schöne an der Trolldrossel war, sie war irgendwie automatisierbar, du hast kein Zensurgeschrei und du hast maximale Frustration und wir haben dann tatsächlich nachgewiesen, dass die Scheißkommentare auf dieser Seite echt ein bisschen zurückgingen. So.
Und wir haben da noch andere Sachen gemacht, so mit Compression Ratio. Also es gibt echt super geile, einfache Methoden, so unsinnige Kommentare zu erkennen. Das war echt interessante Forschung. Ich wünsche, ich hätte noch ein bisschen Zeit für. Aber wie gesagt, löschen und irgendwie verteufeln ist auf jeden Fall irgendwie das Gegenteil von gut. Ja, gut gemeint eben. Aber jetzt kommen wir irgendwie diese ganze Trollnummer, die irgendwie uns jetzt irgendwie als Digital Natives irgendwie ein paar Jahre schon beschäftigt, wahrscheinlich so um die, ich meine, die, weiß nicht, so seit 20 Jahren oder so setzen wir uns mindestens damit auseinander und haben ja auch immer mal wieder Diskussionen, wie man vielleicht online das Zusammenleben besser gestalten kann. Und es gibt unterschiedliche Tools und so. Und diese Troll-Methodik, da gibt's eine ganze Menge Profis da draußen, die es irgendwie schaffen, diese sozialen Medien zu einem amüsanten Ort zu machen. Und das Problem, was ich in letzter Zeit beobachte, oder vielleicht auch nicht das Problem, es ist einfach ganz normal, wenn man so Methoden entwickelt und die einige Zeit erfolgreich zur Anwendung bringt, eben insbesondere dieses Trollen, dann lernen andere das auch irgendwann. Und dann wird's halt schwieriger. Und jetzt komme ich wieder zurück zu diesen Leuten, die halt jetzt gerade eine super geniale Idee haben, einfach alles, was ihrer Realität nicht entspricht, als Lüge abzustrafen. Das ist echt ein ziemlich gefährliches Ding, ja. Ich hoffe, dass die irgendwann merken, dass es vielleicht ein bisschen komisch ist, wer ihnen da definiert, was jetzt Lüge ist und was nicht. Und vielleicht wird sich dann irgendwann nochmal im Rahmen einer unabhängigen nationalen Untersuchungen herausstellen, dass die vielleicht auch ein bisschen Quatsch erzählt haben. Aber das ist halt wirklich jetzt so eine Sache. Bisher gingen wir bei diesem Troll-Ansatz immer davon aus, dass sich jemand demaskiert. Und bei diesem Demaskieren setzt man ja dann irgendwie immer noch voraus, dass es ein halbwegs intelligentes Publikum gibt, das merkt, dass sich da jemand demaskiert. Sonst hast du da ja nichts von. Und das wird jetzt schwieriger. Und über diesen Tweet bin ich, glaube ich, gestern oder so gestolpert. Der Vorteil von Donald Trump war eigentlich, dass alle denken, er wäre blöd. Ich denke immer noch, er ist blöd, aber der Vorteil war, was ich glaube ist, dieses politische System in all seinen Facetten und all seiner Couleur hat irgendwie immer schon davon gelebt, dass der größere Teil der Leute, wenn nicht dumm, dann zumindest schlecht informiert sind. Und irgendwie hat man sich gedacht, okay, unser Parteienkonzept ist irgendwie so tradiert und stabil, da kaspern wir halt irgendwie alles unter uns aus. Und da unten haben wir ein relativ einfach zu bespaßendes Volk, dem wir halt irgendwie Themen hinwerfen. Und jetzt ist das halt irgendwie mal völlig beschissen übergekocht und es ist auf einmal irgendwie so ein thematisches Loch entstanden, was noch dazu emotional beladen war, nämlich mit Angst vor anderen Menschen. Und jetzt ist auf einmal eine Partei aufgetaucht, die dieses Thema jetzt behandelt. Und jetzt ist es eigentlich völlig egal, ob die doof sind oder nicht. Und es ist auch völlig egal, ob die wählen, doof sind oder nicht. Wir müssen uns jetzt darüber Gedanken machen, wie wir das verhindern, dass die Doofen wählen. Weil wenigstens war es ja vorher so, dass die Doofen wenigstens halbwegs kluge gewählt haben. Und das Problem haben wir jetzt irgendwie, oder diese stabilisierenden Faktor haben wir nicht mehr. Und jetzt haben wir echt ein Problem. Und jetzt stellt sich irgendwie so eine Frauke Petri hin und wirft irgendwie dem Gabriel eine zutiefst undemokratische Haltung vor. Und das Schlimme ist, sie hat sogar noch damit recht. Aber dann mal ein kleines Beispiel hier aus dem US-Wahlkampf. Also es geht da um die Besetzung der wahrscheinlich einflussreichsten Position in der Politik dieses Planeten. Für 4 Jahre, wenn nicht 8. Und dieser Typ führt diesen Wahlkampf, indem er irgendwie ein unvorteilhaftes Bild der Frau von Ted Cruz, seines Konkurrenten für die Nominierung als republikanischer Präsidentschaftskandidat, neben einem besonders vorteilhaften Foto seiner eigenen Frau twittert und sagt, naja, die Bilder sagen ja mehr als 1000 Worte, so, guck dir mal die Olle von dem an und schau mal, was ich für eine schöne Frau habe. Ist ja wohl klar, dass ihr mich wählt. So, und das funktioniert. So, das ist irgendwie das Niveau, auf dem dieser Wahlkampf jetzt stattfindet. Und irgendwie Make America Great Again. Ich meine, ich habe sehr große Freude an diesen Aufklebern hier. Also nochmal ein... Weil das halt irgendwie ein bisschen vor Augen führt, wohin wir das mit diesem Trollen getrieben haben. Nämlich, dass jetzt dass das jetzt auf einem Niveau gelandet ist,
einerseits, wo es inhaltlich wirklich völlig dada ist und andererseits, wo es von dem Thema, um das es geht, halt echt kritisch geworden ist. Ja, ich meine, das kann man eigentlich auch nur als Trollen sehen, aber irgendwie gibt es Leute, die das wählen, ja. Wackelaugen. Ja, ich meine, das ist irgendwie, hätten die das nicht selber gemacht, hätte ich mir das so als Trollplakat vorstellen können, ja. Dass man, die machen sich auch auf eine Weise immun gegen Trolle, weil was willst du jetzt noch machen? Ja, also wie willst du die noch unterbieten? Ja, das war irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht. Und das Schlimme ist, bei der Hälfte dieser Plakate, also wir haben mehr zu bieten, ist da die Unterschrift, ne? Und beide sind, haben viel zu bieten. Und ich meine, du fragst dich echt, wie du das noch unterbieten sollst. Ja? Da ist selbst der Titanic nicht mehr viel anderes eingefallen. Aber das war einer der wenigen Fälle, wo man noch was geschafft hat. Ja, also da konnte man noch eine Reaktion zeigen. Ja, wir sind Kontrolle. Also Trolle halt, ne? Das war auch so eine schöne, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, diese Slogan-Kampagne der Bild, ja, wo die Titanic eigentlich auch die Vorlagen nur noch mit Josef Goebbels toppen konnte. Und jetzt hast du irgendwie, ne, du hast jetzt diese Magazine wie Kompakt, die jetzt irgendwie es ernsthaft schaffen, in der öffentlichen Debatte, sag ich mal, die Emanzipationsbewegung der Frauen gegen die Emanzipationsbewegung für geflüchtete Menschen auszuspielen in einer öffentlichen Debatte. Ja, diese Diskussion, der Sexmob und die Medien, Schweigekartell, ja, ich meine, das sind Dinge, die dir gerade ernsthaft diskutieren. Wenn du dich vor einem Jahr hingestellt hättest und hättest gesagt, in der Anstalt als Comedian gesagt, ja, als Satiriker gesagt, ja, hier, es gibt ein Schweigekartell zwischen den Medien und den Sexmob, der Araber vergewaltigt die deutsche Frau. Da hätten die noch nicht mal gelacht, weil die sich gedacht hätten, okay, jetzt kommen das jetzt echt ein bisschen weit hergeholt. Also so doof ist wirklich keiner. Und inzwischen hast du Magazine, die sowas einfach jeden Tag verbreiten. Und es wird wirklich schwierig, die noch irgendwie ins Lächerliche zu ziehen. Gleichzeitig hast du auch bei Lutz Bachmann natürlich irgendwie krasse Troll-Bemühungen. Ja? Also hier haben wir das Refugees Welcome-Logo, was er dann nach der Silvesternacht in Köln eben umgewandelt hat in Rapefugees Not Welcome. So, die bedienen sich inzwischen auch dieser Ad-Busting-Mechanismen und haben da natürlich auch nennenswerten Erfolg mit. Klar, er wurde dann noch irgendwie verklagt wegen Volksverhetzung und so, aber das ist ja dann auch Erfolg, ja. Ich meine, das ist der gleiche Erfolg, den die Atomforum-Twitterer feiern, wenn das Atomforum rechtliche Schritte gegen sie ankündigt. Ja gut, dann irgendwie solche Plakate von der NPD, ja gut, die kann man immer noch mal unterbieten. Die machen es einem wieder einfach. Die Partei kriegt es auch immer noch ganz, ganz gut hin. Also für die über 30-Jährigen in den hinteren Reihen, wo die Arme schon länger werden, da steht CDU besser für Karlsruhe, die Partei noch besser für Karlsruhe. Das ist wirklich meine. Also es geht, aber es wird schwierig, ja. Und man muss halt schauen, was mir eigentlich im Moment am meisten Sorge macht, ist halt irgendwie haben wir noch ein Publikum, was diese ganze Trollerei und dieses Lachen und diesen Humor irgendwie noch mitbekommt. Aber dann müsste ich jetzt zu einem längeren Vortrag über Bildungspolitik ausholen und den möchte ich euch an dieser Stelle sparen. Den fand ich übrigens auch sehr gut, ja. Deine Stimme für Udo und Holger, für die Gleichberechtigung homosexueller Paare. Also da gilt noch was, aber es wird eben immer schwieriger. Insofern, wir sind nicht mehr die Einzigen in diesem Spiel der Trolle. Und wir haben inzwischen auch
Wir haben die Herausforderung, dass der Gegner inzwischen jetzt auch langsam das Trollen lernt. Und wir haben die Herausforderung, dass der Gegner es durch ein strategisches Absetzen des Niveaus immer schwieriger macht, dieses Niveau noch zu unterbieten. Und da müssen wir uns echt was einfallen lassen. Und ich hoffe, dass ihr bei dem ein oder anderen Schunk die Gelegenheit dazu findet. Vielen Dank. Ich habe hier keinen Moderator-Monitor, aber ich wusste nicht, dass noch eine Folie kommt. Also das hier, ne? Erika Steinbach, hütet euch vor Erika Steinbach. Sie ist ein sehr viel besserer Troll, als wir sie jemals hervorgebracht haben. Die schafft, diesen Tweet habt ihr ja wahrscheinlich mitbekommen, mit ihrer Angst vor Überfremdung. 10.000 Retweets für das Ding eingeheimst. Und dann wurde sie aber zum Glück von der Bild ans Kreuz genagelt, weil dieses Foto aus einem indischen Kinderheim stammte, wo selbst die Bild dann sagt, das ist ein bisschen geschmacklos. Aber die schafft zum Beispiel auch irgendwie so Sachen rauszuhauen, wo du denkst, okay, was willst du noch machen? Da sagt sie irgendwie, die deutsche Rechte hat zwei Weltkriege entfacht. Ja, und darauf antwortet sie, die Nazis waren links. Nationalsozialisten. So, fertig. Also da bleibt einem das Lachen im Halse stecken und das ist eigentlich gutes Trollen und das schafft sie. Ja, ich meine, die stellt sich hin und das ist, glaube ich, die letzte Folie. Wer schützt eigentlich unsere Verfassung vor den Verfassungsrichtern? Wer ungefähr weiß, was irgendwie im Rahmen der Netzpolitik und der Überwachung so in letzter Zeit von Karlsruhe noch unsere letzte Bastion war, die wir irgendwie hatten, die uns nochmal so 5 Jahre mehr Zivilisation garantiert hat, der weiß, wie krass irgendwie solche Tweets sind. Naja, also wir haben viel zu tun, träumen wir es an. Vielen Dank. Sorry, den kann ich echt nicht rauslassen. Das war wirklich ein Moment, wo es mir wirklich eiskalt den Rücken runterlief. Und zwar mache ich so einen Podcast und da haben wir vor einiger Zeit irgendwie über die Bundeswehr gesprochen und dass die Bundeswehr ja jetzt in den Cyberwar zieht und so. Und dann sagte, glaube ich, Tim irgendwie so, ja, unsere Freiheit wird auch an der Firewall verteidigt. Eine Referenz an dieses, unsere Freiheit wird auch am Hindukusch verteidigt, womit wir ja dann eben in den Krieg gezogen sind unter den Grünen. Und wir dachten halt so, dass es echt ziemlich witzig ist so, und dass man damit so dieser Kampagne der Bundeswehr und so vielleicht zumindest, dass wir unseren bescheidenen Teil dazu beitragen können, die ein bisschen zu trollen. Und das ist die offizielle Kampagne. Deutschlands Freiheit wird auch im Cyberraum verteidigt. Also, so, ich meine, was so gehen die, so, ich meine... Ich würde so gerne irgendwelches Adbusting dazu machen, aber alle Ideen, die ich schon hatte, haben die auch schon umgesetzt. Wie verteidigst du ein Schiff gegen digitale Angriffswellen? Wie ziehst du eine Firewall um ein Feldlager? Also ich glaube so, also das Bittere ist, ich sag das jetzt so mit einem Lachen und einem weinenden Auge, aber das Bittere ist, wir müssten unter Umständen uns da mal bewerben. Anders kriegen wir die nicht mehr getrollt. Nein, bitte nicht. Aber lasst euch bitte was sagen. Okay, Fazit habe ich jetzt, glaube ich, genug gemacht. Das war eigentlich die Folie, auf die ich gewartet habe. Vielen herzlichen Dank, dass ich auch noch 2 Gelegenheiten hatte, länger zu quatschen. Und jetzt habe ich gleich eine Engelschicht an der Chunkbar. Da freue ich mich über weiteren Austausch.